Hallo Leute, hier ist Sion und willkommen zu einem weiteren Eine Stunde mit, was es schon eine Weile nicht mehr gab, aber ich habe mal in Metal Gear nachgefragt, ob ich eins machen soll, habe dazu nur ein bisschen was an Antworten bekommen, aber weil ich im Moment auch Lust drauf habe, eins zu machen und nicht wirklich die große Spielepalette dafür zur Auswahl habe, ja okay, ich habe eine große Spielepalette, aber nicht unbedingt, was sich für eine Stunde mit lohnt, aber das hier, denke ich, wäre vielleicht eine ganz interessante Idee. Wir spielen eine Runde Zombie U, ein Spiel, was ich persönlich sagen muss, mir eigentlich nicht gefällt. Aber ich habe es auch nicht so viel gespielt. Ich habe eigentlich mehr davon gesehen, als dass ich es gespielt habe. Ich habe nur meinem Cousin mal zugesehen, wie er es bei mir gespielt hat hier. Aber und ein bisschen in Let's Play habe ich auch mal reingeschaut. Aber es interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Und ich weiß, dass man auf dem Screen selber eine Map hat und so weiter. Aber von der kann ich jetzt gerade nicht Gebrauch machen, weil... Ah, dazu komme ich gleich. Nö, dürfte nicht. Ich mag Ubisoft nicht. Ja, aber ich spiele das Spiel. Dann drücken wir mal Start. Oh mein Gott, dann drücken wir Start. Auf jeden Fall, es gibt mehr Spieler gibt es auch. Von mir aus. Auf jeden Fall, es glaube ich auch, haben glaube ich nur die Spiele von Ubisoft hier Trophies auf der Wii U. Ich weiß es gar nicht. Zumindest Monster Hunter hat man nur Trophies in-game selber. Aber gut, ist auch egal. Wir machen eine Kampagne. Und wie gesagt, es gibt bereits einen Spielstand. Der ist aber, wie gesagt, nicht von mir. Zweimal ist er gestorben. Was ein Noob. Aber ich mache natürlich einen neuen. Gott. Nee. Auf jeden Fall, wie gesagt, man hat eine Map auf der Karte, aber ich kann davon nicht Gebrauch machen, weil... ich zwar eine Kamera habe, mit der ich das vielleicht aufnehmen könnte, aber dann müsste ich das in dieses Ladeding reinhauen und ich glaube, das wäre mir alles viel zu anstrengend gewesen. Die Alchemie des Reichtums. Gut, wir haben keine Untertitel. Wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier Schiss kriegen werde, aber. Dass er eine neue erschaffe. Das ist eins der zwei Wii U-Spiele, was ich habe. Da fällt mir ein, eigentlich könnte ich auch eine Stunde mit von Wii-Spielen machen. Darüber habe ich gar nicht vorher nachgedacht. Kommt bestimmt noch. Aha. Und irgendwie mache ich ziemlich viele Horror-Games mit diesen eine Stunde mit, aber da lohnt sich das irgendwie doch am ehesten, hätte ich mal gesagt. Ja, und ich sehe im Moment dasselbe auf dem Pet-Dingens, was ihr verpasst, also im Moment nichts. Das ganze Ding spielt in England, falls das eben nicht gesagt wurde, ich habe gerade nicht hingehört. Und ich muss sagen, dafür, dass die Wii U damals so mit ihrer Grafik geprallt hat, sieht das hier im Moment noch nicht so berauschend aus, oder? Ich meine, jetzt ehrlich... hätte die PS3 auch hingekriegt. Gut, dass wir das nicht auf der PS3... Übrigens, mein Gedanke dazu ist, ich habe The Last of Us zwar nur in der Demo gespielt, aber The Last of Us ist irgendwie eine gute Version von diesem Spiel. Hätte ich zumindest nach der Demo gesagt. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, weil ich habe The Last of Us nicht. Aber schwärmen ja einige von dem Spiel. Muss ich mir wahrscheinlich noch holen, aber nicht dieses Jahr. Komm runter in die Station. Alles klar. Ja, du. Gott, sehe ich aus. Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. Von mir aus. Ich könnte auch mit den Alten spielen, aber es wäre ja was, wenn man hier in diesem Intro sterben würde. Auf jeden Fall sind hier ein bisschen was an Zombies und wäre von Vorteil. Okay, dann gehen wir. Und was mir auch überhaupt nicht gefällt, ist einfach, dass das Spiel Ego-Perspektive ist. Ich bin nicht so der Ego-Perspektiven-Mann. Auf jeden Fall schauen wir mal den rechten... Moment, den linken Stick reindrücken, damit wir schneller laufen. Schneller, schneller, schneller. Ich meine, dass wir auch einen Ausdauerbalken haben, aber ich glaube, den sieht man wieder nur an dem Screen, wo ich gerade nicht so wirklich hinschaue. Lauf, lauf, lauf. X, alles klar. Alles klar. Und X zum Reinkriechen. Ja, aber genauso ist es bei The Last of Us auch, dass man immer den Button drücken muss für diese ganzen Bewegungen. Darum hat es mich daran erinnert. Ich sitze nur ein bisschen un... Ich meine, ich muss immer zur Seite weggucken, wenn ich aufs Pad gucke wegen irgendwas. Muss ich mal sehen, ob ich das so hinkriege. Darf ich hier wieder normal laufen? Ich arbeite dran. Plündern. Gibt's nicht. Gut. Dann öffnen. Ich sehe irgendwie nichts. Ich hoffe, der Wii U Gamepad. Und da geht's auch wieder weiter. Und das Ding ist, ich habe keinen Timer. Moment, hier kann ich drauf drücken. Okay, Lampe. Wieso nicht? Und das Ding ist nämlich... Ja. Halt mal die Schnauze, ich erkläre gerade was. Rüberklettern.
Ja. Auf jeden Fall, falls es am Ende zu kurz ist, liegt es daran, muss ich halt immer mal zur Seite schauen, wie lange ich schon aufnehme. Moment, Licht aus. Wieder am Screen. Weil die da hinten sollten mich nicht unbedingt sehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir werden sterben! Wow, nix da Gnadenstoß. Oh, hab ich mich verschreckt. Überhaupt nicht, ey. Überhaupt nicht. Auf jeden Fall, Zombie U war ja einer der Launch-Titel für die Wii U. Wurde damals groß angekündigt. Ich weiß nicht, ob die Leute das Spiel so feiern. Also ich persönlich finde die Physik, was ich gesehen habe in dem Spiel, einfach scheiße. Und das ist der Hauptgrund, weshalb ich dieses Spiel absolut nicht leiden kann. Oh, schauen wir mal. Danke. Du hast Freunde hier? Zombies oder was? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht. Aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Wir haben keine Keycard. Gut, siehst du das Gerät auf der Wand? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Was ist denn das hier vorne? Aufheben. Ich schau auf dein Gamepad. Okay, jetzt habe ich hier eine Map. Gemacht. Wundervoll. Ich nenn's Prepper Pad. Und wenn ich jetzt L1 drücke, kann ich so hin und her, ja, das ist diese Sache, ihr könnt dann mit dem Pad so hin und her schiffen und dann könnt ihr so die Sachen um die Umgebung scannen und so ein Kack, oder ihr benutzt einfach den Stick und dann... Ach, da muss ich dann draufhalten? Ah, okay. Dann kommen Markierungen auf dem Bildschirm, ihr drückt dann einfach auf die Markierung und dann lädt das kurz und dann habt ihr irgendwas gefunden. Irgendwie so funktioniert das. Wenn ich zu viel Quatsch hier erzähle, liegt das daran, dass ich mich für das Spiel absolut nicht begeistern kann. Schauen wir mal, ich guck mal ein bisschen mehr auf die Map, während ich hier laufe, bloß dann merke ich, dass ich irgendwie an den Wänden hängen bleibe. Wie ein Besoffener laufe ich hier. Was haben wir denn hier? Gehe ich jetzt schlafen, oder was? Ich weiß übrigens auch, dass es hier zwei verschiedene Modi gibt. Einmal den Modi, dass wenn ihr sterbt, dass das Spiel vorbei ist. Und der andere ist, meine ich, wenn ihr sterbt... Ne, komisch. Nichts. Wenn ihr sterbt, dann übernimmt ihr einfach einen anderen... Arbeitslosen, ich meine einen anderen Typi, den ihr dann in diesem Spiel steuert und dann müsst ihr, glaube ich, sogar den, der gestorben ist, weil er zum Zombie geworden ist, töten, um euer Equip wiederzuholen oder sowas. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Gehen wir mal den Äquator, wollte ich sagen, so und den Generator suchen. Wo ist denn das schöne Stück? Moment, muss ich wieder scannen oder was? Da vorne. Moment, da. Ist hier noch was? Und da ist noch was. Ja, das ist immer das Doofe. Ihr könnt gesendet von Zombie irgendwas. Ja, was ich auch gehört habe, ist, dass das Spiel halt, dass andere Spieler, die das Spiel spielen, halt Nachrichten hinterlassen können, die entweder positiv oder negativ sind, um Leute in die Falle zu locken oder um Leuten zu helfen. Aber das interessiert mich herzlich wenig, weil die Internetverbindung, glaube ich, von der Wii U hat eben, wobei gar nicht war, ich war ja eben online. Habe gesehen, dass der gute Holy Fist online war und ich weiß gerade, wo ist diese Scheiße? Moment, da lang. Dann hier so Moonwalking nach links. Darf ich hier nicht rein? Achso, oben drüber, Mensch. Und hier wird es wahrscheinlich sein, ne? Dann aktivieren wir es. Ah, jetzt wird's hell, das heißt, ich kann hier die Lampe ausmachen. Welche glaube ich? Yep. Oha, wie schnell die sich wieder regenerieren. Jetzt schon wieder voll. Ich dachte, es würde langsam sich wieder füllen, aber bei dem Tempo ist ein Affenzahn, ey. Gut. Mit Licht ist das Ganze natürlich um Welten angenehmer. Auf jeden Fall, falls ich es immer noch nicht gesagt habe, das ganze Spiel spielt in England und es ist warum auch immer eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Ich schätze mal, dass erklärt wird, warum das so ist, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir nicht so weit kommen. Wo liegt denn die Keycard? Moment, hier ist was markiert. Hier. Der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Oh, was ist passiert? Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Und Bob, den Inhalt brauchst du zum Überleben. Brauch ich das, ja? Warum brauchst du den nicht? Alles klar, wir haben eine Aufgabe. Erinnert mich ein bisschen an Dead Space mit diesen Aufgaben, aber man hat hier leider nicht so... ich kann schubsen. Aber wir haben hier leider nicht diesen Weg, mit dem wir immer sehen, wo wir lang müssen. In Resident Evil gab es den noch, in Resident Evil 6. Okay, und wir können die Türen hinter uns schließen, was schätze ich mal vom Vorteil ist, wenn man verfolgt wird oder so.
Aber davon muss ich eigentlich jetzt nicht wirklich Gebrauch machen. Ist jetzt nur die Frage, gehen wir hier lang? Nein. Ich frage mich auch, ob das Spiel Autosave hat, wenn ich sterbe und dann einfach ganz schnell ausmache, ob ich dann wirklich tot bin. Ich denke mal... ja. Machen wir Licht mal aus. Moment, wenn ich das Licht ausmache... Nee, dann sehe ich nicht weniger auf meinem Screen. Ich bin aber gerade unbewaffnet. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Moment, lass mich mal vorher den anderen Weg da checken. Ich sehe wieder nichts. Ja, ich finde die Steuerung jetzt schon scheiße. Ihr glaubt es mir gar nicht, aber ich finde das hier richtig beschissen irgendwie. Aber vielleicht gefällt es mir noch. Vielleicht hat es ja seine schönen, guten Seiten, die ich einfach nur im Moment ein bisschen dran vorbeigehe. Ich habe mein Handy gefunden. Beziehungsweise mein Handy hat mich gefunden. Aber gut, ich wollte eben schon... ich wollte schon, ob hier noch irgendwie was liegt. Mensch, schauen wir mal kurz auf das Ding... Da kommen wir nicht rein. Gut, dann müssen wir ohne Waffe gehen. Dann gehen wir ohne Waffe. Kann ja nicht so brutal sein. Schauen wir einfach mal. Machen wir mal Tür hinter uns zu. Machen hier auf. Und ich meine, im Moment scheint ja hier keiner zu sein, aber ich mache mal das Licht trotzdem aus. Weil, wieso nicht? Müssen wir ganz leise sein. Ich weiß gar nicht, macht Sache, dass er das so in seinen Let's Plays? Ich habe zu wenig von ihm... hier liegt was. Bretter. Finde den... Okay. Ich glaube, mit den Brettern können wir diese Türen und so wieder verschließen, ne? Ist hier jemand drin? Hallo? Sieht nicht so aus. Machen wir mal zu. Cool, dass ich mich dafür nicht umdrehen muss, wenn ich die Tür schließe. Was ist das Einzige, was mir gerade nicht gefällt? Okay, da ist Schubsen. Ist, dass ich nicht bewaffnet bin. Und das ist dann so die Sache. Momentchen. Schauen wir mal, was da alles so ist. Plünderbares Objekt. Negativ. Okay, das steht dann schon... Wo ich was mitnehmen kann, ja? Okay, hier vielleicht noch irgendwas? Nö, sind nur Fragezeichen. Gut, dann gehen wir eben weiter. Ich weiß nicht mal, Moment. Ja, ihr könnt es ja nicht sehen, das ist halt immer die Scheiße. Weil ich hier quasi eine Map habe und auf der kann ich dann ungefähr sehen, wo ich langlaufen muss, aber schieben? Okay. Nee. Egal, schauen wir mal. Nein, ich möchte die Tür öffnen. Nein, ich möchte mein Licht ausmachen. So, gucken wir mal ganz kurz. Ist hier jemand? Kann ich eigentlich auch in die Hocke gehen irgendwie? Nee, ich kann nur schubsen. Achso, wenn ich den rechten Stick reindrücke, dann schubse ich auch. Gut. Okay, ist hier vielleicht irgendwer im Dunkeln? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zombie... Also wenn ich ein Zombie wäre, ne? Geht das wieder los. Da war nichts. Da vorne... Auch nicht. Tür ist keine Tür. Tür ist auch keine Tür. Wo ist denn dieser scheiß Rucksack? Sehe ich auf der Map gar nicht. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Erzähl mir mal bitte mehr. Könntest du mir auch einfach sagen, wo ich lang gehen muss? Moment, drücken wir mal da drauf. Aha! Ach so. Gut. Jetzt habe ich verstanden. Und zwar in diesem Raum sollte das dran sein. Schauen wir mal. Ah, da ist er ja. Los. Hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Dankeschön. Wie mache ich denn das? ZR? Na gut. Den da. Ah, alles klar. Noch mehr? Meine Fresse. Ja, komm. Das sieht sowieso so ein bisschen seltsam aus, wenn man die Leute verkloppt. Ich meine, ihr seht schon, es ist von mir aus ungeschnitten. Aber, ja, es sieht komisch aus. Man haut ihm auf den Kopf und dann ist erstmal das Gehirn zu sehen und dann ist irgendwann der Kopf weg. Ich weiß nicht. Achso, ich kann das so runterziehen und dann habe ich hier den Rucksack als Menü. Das ist auch in Last of Us genauso mit diesem Objektmenü, aber dann kann ich, okay, Pistole da hochziehen. Das heißt, jetzt habe ich da die Pistole in der Hand und wieder so zurück. Jetzt habe ich sie ausgerüstet. Wo ist meine Pistole? Ey, Moment, wo ist meine Pistole? Achso, wenn ich die dorthin packe. Aha, und wenn ich jetzt hier drücke, habe ich so auf dem Screen die Pistole, kann dann... Nein, damit wahrscheinlich zielen, genau, und da schießen, alles klar. Aber ich würde denken, dass wir damit ein bisschen leiser sind. Da kann ich schubsen, zielen, draufhauen, alles klar. Irgendwie finde ich das Pad trotzdem noch unhandlich. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Schauen wir mal, wo wir noch was machen könnten. Sag mir nichts. Gehen wir mal raus. Ich finde hier irgendwo noch einen. Nicht verbarrikadieren. Ich möchte mich nicht verbarrikadieren. Was denn?
Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Okay, kehre zum Safehouse zurück. Das wäre in diese Richtung, meine ich. Ich könnte auch ein bisschen rennen. Wow! Übrigens, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn Zombies kommen, kann es passieren, dass man ge-one-hitted wird oder sowas. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Hm. Geh zurück in Bin den ja schon dabei. Noch mal die Monitore an. Schauen wir mal. Was denn? Sie sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sterben werde. Die Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere dabei. Ja, jetzt beeil dich mal. Können wir gehen? Scheint so. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Das heißt, ich darf jetzt nach draußen rennen? Alles klar. Können wir mal Kameras reparieren? Vor der Mechaniker hier. Moment. Das heißt, wenn ich jetzt hier rumlaufe, es kann ja sein, dass jetzt hier ein Zombie ist. Kann ich das vorher immer scannen und da ist irgendwas? Was ist da? Hallo, kannst du mal dahin ziehen? Bist du besoffen? Na dann nicht. Dann ziehen wir nicht. Dann ziehen wir nicht. Wie mache ich nochmal? Achso, gut. Das muss ich immer so im Kopf behalten. So, was war jetzt da vorne? Ja, genau dort. Meine Fresse, dann nicht. Oh, es regt mich jetzt schon auf hier. Egal. Gehen wir mal hier. Moment, ich öffne die Rolltür. Gut, dass er das sagt, nachdem das Rolltor schon oben ist. Bevor ich jetzt hier durchgehe, schauen wir mal erstmal. Moment, ich verwechsel immer die Knöpfe hier. Ich weiß, ich mag das Pad überhaupt nicht von der Steuerung. Aber da hinten, da glänzt irgendwas. Momentchen, gehen wir mal näher ran. Da ist doch garantiert irgend... Da liegt doch jemand, das sehe ich doch. Genau da. Infizierter. Da steht aber nicht, ob lebendig oder tot. Liegt wohl an uns, das herauszufinden. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal eine sichere Ecke finden, bevor ich irgendwas anderes mache. Da ist was. Ja, ihr seht leider nur, wie der Typ so rumhantiert. Das tut mir echt leid. Infizierter liegt da hinten auch noch. Ich sag euch einfach immer, was ich so sehe. Zwei Infizierte liegen auf dem Boden, dann kam ich und klau in die Hoden, yeah. Das heißt, das machen wir einfach mal so. Na, dann bist du tot. Zum Plündern hast du nix. Da hinten, wie gesagt, lag auch einer. Oh, da liegt auch einer. Sehe ich doch. Bams. Na, bist du auch down. So, denke ich mal, mache ich mir die Sache am leichtesten. Das Einzige, wovon ich ausgehe, ist, wenn sie keinen Kopf mehr haben, dann können sie nichts. Aber sonst vertraue ich denen nicht. Läuft da was rum? Da ist eine Tür. Aber die Tür ist geöffnet. Ja, müssen wir nicht hgich.t singen hier. Wer hgich.t nicht kennt, gebt mal auf YouTube Videomäusch ein. Und abonniert doch einfach diesen wunderschönen Kanal. Aber gut, da ist eine Ratte. Dich schon? Nein, dich habe ich auch noch nicht. Nein, bist du bescheuert? Der könnte doch noch leben. Nein! So, Mensch. Ja, ich sammle von jemandem, der mich vielleicht töten kann, ne? Den bitte auch noch. Rauskommst Danke. Du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Schauen wir mal. Benutze den Umgebungsscanner, da vielleicht? Um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. No. Ja, noch. Mach mir doch nicht so eine Angst, Spiel. Vorne. Da lebt noch jemand. Oder, na, ich weiß nicht, ob sie lebt. Können wir mal rausfinden. Leichen schänden und dann töten? Ich würde sagen, erst töten und dann schänden. Ah, ist nichts zum Schänden dabei. Schade. Dann eben nicht. Da ist auch nichts drin. Schauen wir mal, ob wir hier was Schönes finden. Ich glaube, irgendwie diese Leute, die hier sind, die können alle nicht aufstehen. So habe ich irgendwie das Gefühl. Moment, das heißt das? Mache ich das? Aha, gut. Wenn sowas passiert, dann kann ich das einfach in meinen Rucksack ziehen. Aber der Rucksack hat Slots, wie es aussieht. Zurück. Mit dir war ich auch noch nicht fertig, oder doch? Doch, mit dir war ich schon fertig. Hast du was zum Klauen? Ja, du hast Muni. Ziehen wir es auch in den Rucksack. Zurück. Gut, das muss ich sagen, geht zumindest für mich schneller als in der Demo von The Last of Us. Weiß ich nicht, wie das dann genau im Spiel ist. Wahrscheinlich geht das eigentlich doch relativ schnell. Hier ist nichts drin. Gut. Dann nicht.
Zurück habe ich gesagt, Mensch, du scheiß Gamepad. So, da vorne liegt was. Was könnte das tatsächlich sein? Eine Zeitung. Ah, brauche ich garantiert. So, das heißt, ich muss immer noch diese Kack-Keycard finden. Kann währenddessen übrigens nicht rumlaufen, merke ich gerade. Da vorne ist noch was. Die Tür ist auch geöffnet. Dann gehen wir doch da einfach mal durch. Vielleicht finden wir die ja da. Ist da noch jemand? Hallo? Ist mein Licht aus? Ja, mein Licht ist aus. So, dann öffnen wir mal. Machen wir hinter uns mal kurz zu. Schauen wir da runter. Moment, bevor wir runterschauen. Scannen wir doch erstmal die Umgebung hier. Da ist irgendwas, ein Objekt. Was haben wir hier? Infizierter. Hat aber anscheinend nichts zum Klauen. Und da unten sehe ich spontan nichts. Plünderbares Objekt. Positiv, aber ist das nicht, wo ich vorhin schon war? Moment, jetzt muss ich erst nochmal zurück. Ah, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. So, das heißt, angeblich gibt es hier vorne was zum Plündern. Eine Ratte. Im Ernstspiel? Ich kann was von der Ratte plündern. Ist da ein MG? Geil. Ganz ehrlich, als ob die Ratte den Key hat, ja. Das lasse ich mal so stehen. Gehen wir mal lieber nochmal hier lang. So, hinter uns zu. Danke. Du lebst bestimmt. Oh, da lebt garantiert jemand. Schleide ich mich mal dran vorbei. Kommt da jemand hinter mir? Kann nicht, die Tür ist zu. Wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen, erstmal du. Hallo. Genau. Reagierst du da drauf? Nein? Na dann oben drüber. Jetzt. Hey, hey, hey. Bams. Und Bams. Und gleich noch einmal. Bam. Und noch einmal. Also wie lange lebst du denn hier? Komm. Genau. Komm, noch ein Schlag. Na, hallo, hallo. Hast du mich gerade angeknabbert? Meine Fresse. Ich hab mich gebissen. Bin ich jetzt auch infiziert? Oh mein Gott. Aha, aha, aha. Fuck, fuck, fuck. Da klopft jemand an die Tür. Wo denn? Kommt da jemand? Oder nicht? Oh, da. Kommst du rein, oder was? Ich bin durchs Fenster gekommen. Schaffst du das nicht? Oh fuck, ich habe meinen Balkon gar nicht geschlossen. Sorry, Leute. Ah, ist schon spät. Hab nicht dran gedacht. Auf jeden Fall, kommt er jetzt rein, oder? Ich könnte ja mal die Pistole ausprobieren, eigentlich. Das heißt, da ziehen wir. Bams. Check dein Radar. Bin ja schon dabei. Bams. Nachladen. Kommen noch mehr, oder? Ne, das scheint der einzige gewesen zu sein. Ich sehe auch, ich habe eine Lebensanzeige am Screen, okay. So, ich glaube, jetzt können wir in Ruhe mal eine Soda klauen. Ganz toll. Aus dem Rucksack raus, finde ich immer. Ist ein bisschen blöd gemacht. Sprudelwasser von mir aus. Wäre schöner gewesen, wenn es das einfach mit einem Knopf, wenn das einfach mit einem Knopf gegangen wäre, aber scheint nicht so. Was ist das? Hallo? Irgendwie. Was? Mann, nerv mich doch nicht, Spiel. Nein, nein! Kannst du bitte wieder rein? Danke. Ich wollte den doch nur beklauen. Hat nichts. Hat nichts zu. So, das heißt, jetzt können wir hier nochmal scannen. Denke ich mal in aller Ruhe. Da sind nämlich einige Punkte. Plünderbar ist negativ. Durchgang versperrt. Meine Hand passt nicht ganz durch. Da ist noch was. Die Tür. Geöffnet. Irgendwas. Irgendwas in Englisch? Nein, irgendwas in Deutsch. So, das heißt, da war, glaube ich, nichts drin, ja. Gut, 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 gut. Ah, Moment, wie lange nehme ich denn schon aus? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann wird es vielleicht mal an der Zeit, dass ich diesen scheiß Schlüssel finde, wo ich keine Ahnung habe, wo der ist. Aber hier ist ja noch ein Raum. Ja, vielleicht haben wir hier Glück. Machen wir mal Tür zu. So, das heißt, könnte... Moment, das heißt, ich kann hier wieder so machen. Scheint aber nichts zu sein. Dann checken wir doch einfach mal das. Hier ist er doch bestimmt... Ja, genau, da ist das Ding drin, was wir gebraucht haben. Alles klar. Na, das war ja jetzt nicht zu... Nein!
ich will doch das nicht nochmal plündern. Ah, Momentchen. Okay, das hätten wir. Kann ich hier durch die... Moment, da liegt noch was. Aufheben. Beretta. Wenn ich hier die Barrikade entferne... Hammerbündel. Gut, ja, der Schläger hier, den ich in der Hand habe, der reicht scheinbar nicht aus, ne? Na, dann nicht. Kann ich hier die Tür öffnen? Nein, kann ich nicht. Scannen wir mal. Sieht alles ruhig aus. Springen wir mal rüber. Keine Zombies an Bord. Da unten jetzt vielleicht? Sieht eigentlich alles sehr ruhig aus, weil ich meine, dass das da oben so verbunden ist, wo ich mir eventuell Gedanken machen müsste, wenn ich hier zurückkehre. Aber Mensch, schließen wir mal immer schön die Türen. Ich meine, wo leben wir denn, ne? Das heißt, jetzt kann ich hier vorne raus, oder? Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert, hm? Ja, kann ich. Machen wir hinter uns zu. Das Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dean nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. Wow. Ganz toll. Ich bin richtig stolz auf dich. Haben wir hier vorne was drin? Ich sollte vielleicht immer erstmal scannen, bevor ich irgendwie zu weit gehe, glaube ich. Und dann sollte ich auch immer erstmal so durch die Sachen gehen, weil ich schätze mal, so funktioniert das Spiel. So, hier vorne noch ein bisschen. Haben wir hier nichts? Dann nicht. So, das heißt, wir haben hier aufheben. Hallo. Hallo. Kannst du mal? Ja, ich würde die Muni auch liegen lassen, ey. Gestörter Mensch, du. So, das haben wir. Wahrscheinlich durch den Zombie bist du ganz wirr im Kopf jetzt, ne? Die Wege scheinen irgendwie beide in dieselbe Richtung zu führen. Würde ich sagen, gehe ich einfach mal hier lang weiter. Wo hier oben ein Infizierter hängt? Was? Ida hat sich wirklich erhangen. Igitt. Ist das ekelhaft. Der hat sich hier echt aufgehangen. Sonst scheint hier aber keiner zu sein. Nur der da. Igitt. Komm schon, ich hol dich da runter. Bitteschön. Und du hattest was? Kaugummi? Oder wie? Kuchen. Ja, so aus wie Kaugummi in der Packung, aber gut. Lassen wir mal so stehen. Sonst scheint hier aber nichts zu sein. So habe ich wenigstens auch immer Licht. Was haben wir da denn? Langweilig. Geh mal wieder weg hier. Ich weiß nicht, irgendwie sollte das Spiel mir Angst machen. Ich weiß nicht, normalerweise, wenn ein Horrorspiel gut ist, dann habe ich auch meine, wie sagt man, meine Schockmomente und so weiter. Aber hier nicht so sehr. Weiß nicht. War Dead Space eigentlich gruseliger? Und Dead Space war nicht wirklich gruselig. Es war teilweise erschreckend, aber nicht so wild. Da ist nichts. Gehen wir mal hier durch. Kann nichts feststellen. Was schließen? Ach ja, Tür. Eigentlich ist es auch gut, wenn ich die... Ja, Entschuldigung, Flugzeug. Aber ich meine, wenn ich die Türen offen lasse, weiß ich ja, wo ich lang gelaufen bin, aber... Scan. Oh, wow, wow, wow. Hat gleich ein paar Mal gepiept hier. Was ist denn da? Ach so, Objekte. Gut, ich habe eigentlich gedacht, dass da irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwer auf mich lauert oder so, aber... Moment, da war noch was. Eine Pistole. Ah, genau. Aha. Gut. Gefällt mir. Gehen wir mal hier raus. Ach so, das waren nur die Ratten, ey. Na, die sind mir egal. Tür zu. Wäre lustig, wenn sich da einer... Boah, kann ich die Ratten erwischen? Da ist ein Rucksack. Oh, interessant. Warum muss ich den Typen einen Rucksack klauen, wenn hier auch einer liegt, ne? Klettern wir mal hoch. Ich hätte vielleicht vorher oben gucken sollen. Wobei, das ginge, glaube ich, nicht. Ist zu hoch. So. Nichts los. Machen wir mal kurz Licht aus, weil sich das immer so assi schnell... Oh, wie dunkel. Ich sehe nichts am Screen. Machen wir wieder an. Das gibt's ja nicht. Okay. Immer langsam und vorsichtig. Weiß ja nie, was für Penner sich hier aufhalten, ne? Nicht gut, nicht gut. Wie wir alle wissen, Penner sind böse. Nein, ich weiß es nicht, aber...
Bin ich jetzt im selben Raum gelandet, wo ich eben schon war? Irgendwie ja. Achso, ich sehe es gerade, ich bin da falsch abgebogen. Stimmt ja, hier habe ich den Typen ja runtergehauen. Ihr habt gedacht, ich sag runterholen, ne? Nö. So, das heißt... Moment, ich muss die Leiter nochmal benutzen, ja. Bin leider falsch abgebogen. Ja. Und nein, ich versuche keine Zeit zu schinden, sondern habe ich einfach keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. So, und zwar hier lang müssen wir. Ah, hier war ich auch schon eben, das weiß ich. Ich habe ja eben hier die Tütze gemacht und da steht Exit. Ganz toll, mit einem schwarzen Edding. Es gibt keinen schwarzen. Doch, es gibt einen schwarzen Edding. Ich wollte sagen Textmark, aber nee, das wäre falsch. Buckingham. Kommen wir da auch noch hin? London Bridge. Ich muss sagen, ich war noch nie in London. Ich weiß also nicht, ob es da gerade so aussieht. Nein, ich weiß gerade nicht, ob die Umgebung und alles GTA-mäßig so angepasst ist oder ob es alles willkürlich ist. John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Ich habe keine Map auf dem Pad. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Das finde ich gerade ein bisschen doof, dass ich keine Map habe. Aber ist egal, schätze ich. Gehen wir mal hier erstmal durch. So, scannen wir mal. Beim Scan, das geht wenigstens. Positiv. HIV-positiv. Und... Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Uff, na klar. Damit ich nicht raus kann, ne? Kannst du kommen und gehen. So, nehmen wir mal die Soda mit. Wieso nicht? Geht das, Scan? Na, bringt mir nicht wirklich was. Oder? Nee, aber hier war irgendwo noch was zum Mitnehmen. Wo waren das? Hier zum Plündern. War aber nichts drin. Na dann nicht. Moment, ich will mal kurz mein Leben auffrischen. Das heißt, ich ziehe am Pad runter für den Rucksack. Dann gehe ich auf die Soda und benutzen. Puh, alles klar. Mann, hat das fehlgeführt. Yam, ne? Ah, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Gebiet doch mal an. Ja, ich mache die Tür zu, bevor ich durchgehe. Es macht so viel Sinn, Spiel. Lass mal erstmal schauen. Jetzt machen wir mal zu. Ah, das ist eine Kamera. Hey. So, das heißt, Licht aus. Brauche ich gerade nicht. Scannen wir mal erstmal. Da waren wir vorhin, ne? Sieht ziemlich danach aus. Es gibt hier vorne was zu mitnehmen. Ich glaube, das wäre sowas ziemlich nervig. Ich glaube, ich wäre zu faul, alle 5 Sekunden wieder neu zu scannen, nur um zu sehen, ob hier irgendwo ein Item rumliegt. Ich glaube, so ein Typ bin ich nicht. Und, hier sind wir wirklich draußen. Aha. Ja, gerade hier müsste es ja von den Viechern wahrscheinlich wimmeln. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich sag mal, wenn ich sterbe, weil ich habe ja schon über eine halbe Stunde, dann werde ich es wahrscheinlich beenden. Denn die Aufnahme hier, ne? Alles klar. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, weil, denke ich mir, warum sollte ich dann nochmal mit einem neuen anfangen? Boah, da gibt's einiges. Tier. Ah, die haben plünderbare Objekte, okay. Interessant. Ja, hier muss man erstmal erwischen, ne? Dann die Frage, ob es die Muni wert ist, die man drauf ballert. Vögelchen. Ist hier noch irgendwas? Da hinten. Infizierter. Und da rechts. Objekt. Okay, dann sieht man sie wenigstens auch alle auf dem Screen. Ist da vorne noch was? Ja, das ist nämlich die Sache. Alle paar Sekunden. Wobei ich noch nicht mal zu der bescheuerten Physik in diesem Spiel kam. Leider konnte ich das euch noch gar nicht zeigen. So, ich will mal mutig sein, glaube ich. Geh mal vor, hau dem Typen da einen auf die Schnauze und dann verstecke ich mich. Da hinten. Oh mein Gott. Sehe ich die schon? Sind zu weit weg, um sie zu scannen. Gut, mit L1 bereit machen. Da ist er down. Plündern hast du nichts. Kann ich euch scannen? Ihr seid mir nämlich ein bisschen zu viele. Ne, ich kann die nicht scannen, die sind zu weit weg. Was haben wir hier denn noch? Noch einen Infizierten. Na, jetzt bist du down. Hast auch nichts zum Mitnehmen. Aber hier liegt Pistolen. Ist meine Pistole nachgeladen? Oder wie sehe ich denn? Wie kann ich nachladen eigentlich? Das habe ich keine Ahnung. Y? War Y, ne? Geht nicht. Gut, dann scheint sie voll zu sein. Kann nur 13 Schuss dran. Ist ein bisschen mickrig, ja? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir lieber in die Richtung. Da ist was markiert.
Das klang gerade wie Furzgeräusche. Karte aktualisiert, habe ich jetzt eine? Nicht wirklich, ich habe keine Karte. Ich höre es doch. Ich weiß zwar nicht, was ich höre, aber ich höre was. Das macht mich ein bisschen nervös. Die Kamera vielleicht? Kann ich auch nicht scannen. Gehen wir mal weiter. Gut, ich würde sagen rüber. Gut, geht nicht, dann gehen wir mal hier lang. Von mir aufs Spiel. Diese vorgeschriebenen Wege hier. Also ganz ehrlich, ich glaube, ihr verpasst nichts, wenn ihr dieses Spiel nicht spielt. Also es macht mir irgendwie gar keinen Spaß, aber ich glaube, das merkt ihr auch. Aber ich habe mir gedacht, komm, Wii U habe ich noch nichts gemacht. Und übrigens, was Let's Plays von der Wii U angeht, wahrscheinlich eher nein, weil aktuell gibt's gar keine Spiele außer Monster Hunter, was mich persönlich interessiert. Und Monster Hunter werde ich in meinem Leben nicht ein weiteres Mal Let's Playen, aber... sauber, jetzt habe ich eine Karte. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Machen wir mal kurz Licht an, weil da irgendwo was liegt. So, Kuchen. Moment, Licht an. Vorne lag irgendwo noch was. Da geht's hoch. Aber auf jeden Fall, es gibt im Moment keine Spiele, die... Ist hier was? Die ich unbedingt Let's Playen möchte. Wow. Ich dachte eben, der Schatten auf dem Dings wäre jemand. Gehen wir mal hier vorne wieder raus, dass ich den Weg auch richtig sehe. Wie gesagt, Spiele gibt es im Moment sonst keine. Monster Hunter ist so ein Spiel. Ich meine, ich will nicht mal vorschlagen, Gameplays zu Monster Hunter hochzuladen, weil ich genau weiß, wie das dann wieder ausgeht. Wobei ich sowas, muss ich sagen, wirklich gerne gemacht hätte. Ich hätte wirklich Fun dran, einfach mal zu sagen, ach komm, ich mache jetzt eine Runde online Silberratter los, lad das Ding einfach mal just for fun hoch. Ich würde es wirklich gerne anbieten, aber ich glaube, dass das keine gute Idee wäre und deshalb mache ich es nicht. Finde ich schade. Aber ich spiele es halt lieber für mich. Ansonsten... Moment, hier war ich doch schon. Ansonsten gibt es ein paar Sachen, die angekündigt wurden. Aber das sind auch größtenteils eher Spiele, die ich wahrscheinlich für mich spielen werde. Wie zum Beispiel vielleicht das neue Zelda HD Remake. Es ist da nicht neu. Also es ist halt ein HD Remake von meinem Lieblings-Zelda-Teil von Wind Waker. Das wäre eventuell eine Option. Na, kann ich dich jetzt endlich mal scannen, du Hure? Ja, kann ich. Und das neue Smash Bros. Ist auch so ein Ding, aber das soll sowieso nicht mal einen Story-Modus mehr haben. Und dann ist sowieso Let's Play eh nebensächlich, aber das ist was ich gerne spielen würde. Das ist nichts. Was willst du nur plündern? Mach mal Licht an. Mein Gott, Licht an. Liegt da jemand, oder? Nee, ist ein Koffer. So gut, dann würde ich mal sagen, knallen wir dem Typen da eins auf die Schnauze. Scheint hier ganz allein rumzustehen. Komm mal her. Bams. Ja, komm. Bams. Ach, halt die Schnauze und stirb einfach. Solange keiner anderen ruft. Das ist immer der Gedanke dabei. Ich hoffe, es kommt kein anderer. Komm. Gut. Hat keiner mitgekriegt. Alles klar. Du hast nichts. Kann ich mich im Müllcontainer verstecken, oder? Da oben könnten wir, glaube ich, auch hoch, ne? Gehen wir mal schauen. Gehen wir mal schauen. Warum nicht? Ja, ansonsten, es kommt noch ein Spiel, was mich ziemlich interessiert. Dieses Monolith Soft, oder wie es heißt? Auf jeden Fall von den Machern von Xenoblade. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Okay. Für eines Licht verwirrt die Dummköpfe. Sah zumindest recht interessant im Trailer aus. Sieht aus wie ein Spiel mit 100.000 verschiedenen Ideen irgendwie. Raufklettern? Wo soll ich denn hier raufklettern? Hä? Ist da was noch draußen, oder? Achso, das ist die Dachetage. Na, von mir aus. Moment, kann ich vorher Licht anmachen, bitte? So, schauen wir mal, ist hier jemand? Nein. Aber das ist dann eh wieder... Ich schätze mal, bei Xenoblade ist auch so ein extrem langes Spiel, was ich noch nicht durchgespielt habe. Was ich jetzt aber wieder spielen kann, müsste ich endlich mal anfangen. Aber, ist dann halt wieder die Sache dabei. Aber gut,
Hier oben scheint sonst nichts mehr zu sein. Hat man einen guten Überblick, ja. Gut, die Karte sagt eh, dass wir in die andere Richtung sollen. Dann würde ich mal meinen, dass wir da mal lang gehen. Ich muss sagen, das Spiel hat zumindest mehr Horror als zum Beispiel Resident Evil 4, aber das ist auch nicht wirklich schwer. Mehr kann ich dazu aber auch nicht unbedingt sagen. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Ich frage mich, wie das mit dem Saven ist in dem Spiel. Ich glaube, ich kann nur speichern, wenn ich zurückgehe. Also quasi in dem Safehouse wahrscheinlich speichern. Ne? Das wäre ein bisschen doof, wenn ich nicht überall speichern kann. Wenn es aber speichert, wenn ich sterbe. Es wäre irgendwie paradox. Ein bisschen. Aber ich lasse es mir einreden. So, machen wir mal zu. Scannen wir wieder. Weil das Spiel will ja die ganze Zeit von uns. Das Einzige, was man dem Spiel wahrscheinlich positiv anrechnen muss, ist, arbeitet viel mit dem Pad, was man mögen kann, was ich aber nicht mag. So. Was? Magnetkarte erforderlich? Das heißt, ich komme hier nicht rein, oder wie? Achso, ich habe die Karte. Pff, von mir aus. So, Moment, können wir erstmal. In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Das heißt, wir können hier wieder verschwinden. Ich glaube, das mache ich dann gleich und dann speichere ich ab. Ich weiß aber nicht, wie lange. Eigentlich nur 45 Minuten, dann können wir noch ein bisschen spielen. Ein bisschen. Ich würde die Stunde ganz gerne vollkriegen. Eigentlich schon. Übrigens, ich weiß, also es wird wahrscheinlich eh schon oben sein, der neue mittige Part, wenn ich das hier sage. Aber das war so die Sache. Ich hatte Metal Gear aufgenommen. Den ganzen nächsten Part, ich kann glaube ich schon sagen Motorradfahrt, weil ich denke, der Part ist schon oben zu diesem Zeitpunkt. Aber, gut, Dietrich habe ich nicht. Keycard, ach, habe ich nicht. Aber das Ding ist einfach, war nicht da. Das Ding, die Datei war, hatte die normale Größe, die diese Länge dann hätte. Aber, okay, berühren. Achso, ich muss immer wieder. Oh, okay. Und dann Abkürzung benutzen. Und wie jetzt kann ich... wieso nicht? Zurück zum Safehouse, okay. Aber was habe ich gesagt? Wo war ich eben? Ach ja, es hatte die normale Größe. Also es waren fast 3 GB groß, aber es waren nur 4 Sekunden. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Da ist irgendwie was schief gegangen. Übrigens, wenn ich es nicht am Anfang gesagt habe, die Farben sind irgendwie bei meinem PC beim Aufnehmen... Also in dem Programm, womit ich aufnehme, es sieht ein bisschen hell aus alles, so wie bei Okami damals. Ich weiß nicht, irgendwie Nintendo-Konsolen kommen bei mir immer ziemlich hell raus, glaube ich, mit der HDPV ja. Hätte nicht gedacht, dass ich mit einer Dose Sprudelwasser so locker durchkomme durch die Aufnahme, aber gut. So, lass mal sehen, wenn ich mich also hier quasi zurückwarpe, mehr oder minder, wo komme ich dann raus? Ach so, hier gleich. Das heißt, da ist mein Bettchen. Okay, das war nicht allzu kompliziert. Ich glaube, es lohnt sich eigentlich nicht nochmal loszugehen, weil ich meine, dass da zu viel noch vorkommen würde. Von daher denke ich, wenn man schläft, ist auch das Leben wieder voll. Das ist eine coole Sache. Aber ich denke, ich werde dann hier wirklich schon beenden, was ein bisschen schade ist. Ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viel dazu zu sagen. Spiele, was ich in nächster Zeit Let's Playen werde, steht ja eh eigentlich fest. Aber falls ihr Ideen habt, lasst es mich immer mal hören. Ich gucke dann, ob ich irgendwie was einbauen kann. Ja, alles klar. Ich weiß, es ist nicht ganz eine volle Stunde. Aber dennoch, ich hatte eigentlich nicht so viel Spaß. Ein bisschen. Aber gut, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck vom Spiel bekommen. Vielleicht habe ich das Spiel zu schlecht geredet, vielleicht. Also wenn es irgendwem gefällt, dann mein Segen habt ihr. Aber es ist einfach nicht meins. Kann ich noch irgendwie was im Menü zeigen oder so? Nicht unbedingt, ha? Gut, dann, ja, war es das. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht mein Spiel. Ich denke mal, falls ihr eine Idee habt für noch eine Stunde mit... Lasst es mich wissen. Vielleicht lade ich endlich mal ein Foto auf Facebook hoch von den ganzen Spielen, die ich machen könnte. Aber gut, ich rede jetzt nicht weiter um den heißen Brei rum. Das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und bis dann.